Moin Leute, Timex hier. Heute sind wir gerade in Horgesund angelegt und jetzt gibt es den ersten Ausflug, die erste Station, seitdem wir in Hamburg los sind. Schön, auch wieder mit dabei. Guten Tag. Heute gibt es direkt das Highlight, der Helikopterflug, wo ich mich sehr, sehr drauf freue, wo wir die Fjorde hier lang fahren werden, was einfach ultra geil ist, wo das Meer direkt auf Berge trifft und dann auch landeinwärts. Wir verlassen jetzt gleich das Schiff, dann geht's los. Wer die letzte Folge noch nicht geschaut hat, müsst ihr die unbedingt sehen. Da hatten wir bei einer Blind Date Kunstauktion mitgemacht. So etwas geboten, wusste nicht, was drunter war. Und in den zukünftigen Häfen werden wir noch so eine Speedschlauchboot-Tour machen, wir wollen eine Kajaktour machen, wir werden auch einmal eine Wanderung machen, komplett auf dem Fjord hoch, was ultra cool wird. Wenn ihr alles nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren und schaut auch bei Chef Strobel vorbei. Ja, der macht auch noch sehr nice Vlogs. Ey Leute, der Helikopterflug war unfassbar geil. Die Landschaft, man hat über den Berggipfeln die Gletscher gesehen, auf jeder Bergspitze war ein See drauf. Unglaublich geil. Also unglaublich geil. Ich bin auch ultra happy, dass ich eine Brille habe. Ich konnte noch nie so scharf sehen. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Sehr krass, war der zweite Helikopterflug jemals in meinem Leben. Wir waren einmal auf dem Grand Canyon, jetzt hier in Norwegen. Das war genauso geil. Holy shit, hat sich das gelohnt. Herr Strobel hat den Piloten mega zugebabbelt, eine Stunde lang. Also ich habe gar nichts gesagt. Du hast ungefähr 100 Fragen gestellt. Ja. Und dann auch zu Norwegen und Politik und sowas und Steuern. Ja. Und dann hat er gesagt, man zahlt in Norwegen 35-50% Steuern. Ja. Dann meintest du, oh ja, das ist genauso bei uns auch in Deutschland. Wir sind beide selbstständig, wir zahlen auch 50% Steuern. Was war das für ein komischer Flex? Ich wollte nur sagen, dass wir auch viel Steuern zahlen. Was für eine Scheiße, Alter. Was für ein Scheiß. Da bist du mich unterhalten. Vorne war super nett. Hat mir nahegelegt, auch einen Schein zu machen. Und du hast sehr viel geredet. Das war nicht mehr Smalltalk. Das war schon ein bisschen auch Deep Talk. Ja, okay. Du weißt deine Lebensgeschichte und so. Ja, stimmt. Wir haben echt viel. Wir haben echt viel erzählt, wo auch Tom Cruise war und was überall ist. Das hat mir immer mehr gezeigt mit Liebchen und so. Das war geil. Geil. Wir laufen jetzt die größte Einkaufsstraße Norwegens lang und suchen uns was hier zu essen. Wir könnten zwar auch auf dem Schiff essen, aber da essen wir immer. Deswegen wollen wir auch mal hier das Essen testen. So, wir haben ein Restaurant gefunden. Jetzt gibt's Burger. Sieht alles sehr gut aus. Hey, wir haben auch so Glück mit dem Wetter. Absolut geil. Wir sind zurück auf dem Schiff. Wir liegen in einer halben Stunde ab, circa. Hier war gerade ein Kind, ein Jugendlicher, der trug ein AMA-Shirt. Da meinte ich, ey, cooles Shirt. Er hat es gar nicht gecheckt. Er wusste gar nicht, wer ich bin oder warum ich ihm das gesagt habe. Es war einfach nur ultra weird, weil ich irgendeinem Kind gesagt habe, dass es ein cooles Shirt hat. Scheiße. Ist das Handy hundertprozentig wassersicht, Chef Rubel? Das weiß ich nicht. Wie kannst du mich unter Wasser machen? Jo, wieso guckst du meine Videos einfach, wenn wir ablegen? Warte kurz. Siehst du immer mein Clash Royale Gameplay? Rein. Ich mach's einmal ein bisschen unter Wasser. Du sagst, es ist wirklich wasserfest, ne? Ich hab von dir gemacht. Also, es blüht ziemlich sicher, es ist wasserfest. Ja, die sind jetzt unter Wasser, aber das Handy nicht. Sieht das cool aus? So, wir sind wieder auf hoher See. Wir waren jetzt hier eine Stunde in den Whirlpool. Heute Abend gibt's noch Wer wird Millionär? Da will unbedingt Chef Strobel mitmachen. Und ich hoffe so sehr, dass er bei der ersten Frage rausfliegt. Ey Leute, wir haben Double Fail. Erstens hat es Chef Strobel nicht geschafft, beim Wer wird Millionär mitzumachen. Und zweitens gab es ja das schönste Lächeln. Ich hoffe so sehr. Gewinnt. Er ist ein Schauspieler. Guck, das schönste Lächeln gewinnt. Was macht Chef Strobel auf dem Foto? Also meins ist ja schon weg. Und du siehst so stoned aus. Wie kann das sein? Oh, siehst du, damit gewinnst du nicht. Falls hier irgendjemand auf dem Schiff ist, stimmt bitte für die 17 ab. Chef Strobel muss das noch machen mit dem Bild. Erster Fail. Ich habe mein Handy unter Wasser gepackt und ich kann es jetzt nicht laden. Da steht, das muss 5 Stunden trocknen, weil das irgendwie Wasser ins Aufladen Gerät gekommen. Und zweiter Fail, wir haben einen ziemlich starken Seegang. Ich musste mich übergeben, aber ich glaube nicht, dass das Seekrankheit war. Ich glaube, ich habe was Falsches gegessen, ist mein Chor, weil wir waren nicht schwindelig oder so. Ich gehe hier an den Automaten. Haribo Weinland muss ich mir ziehen. Oh, ich habe eine verloren. Ja. Nice. Schön, Strobel. Er reißt jetzt den Jet Blaster ein, ey. Alter, du bist so ein nicer Gamer. Ja, nimm den, der ist krass. Nein, der ist krass. Du siehst übel krass auf dem Ding aus. Alter, musst du ein Foto von ihr machen? Ja, guck dir mein Bild an. Ready. Wieso, was warst du mit dem Ding auf dem Bild, du Assi? Was ist das denn für ein Kack, Digga?
Was soll das sein? Ey, du bist übel gut, Mann. Du bist übel stabil. Jet Blaster. Du sag mal, Chef Strubbel, warum fährst du immer gegen die Klippen? Weiß nicht, ich fahre gerade gegen die Leute. Hör mal auf, ich ziehe. Wieso fährst du immer gegen die Ränder? Das liegt echt am Lenkrad. Wieso lenkst du? Du nimmst jede Wand mit. Jede Wand mit. Guten Morgen. Akku war gestern leer. Wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen in Geiranger. Heute Morgen das Einfahren hier war unfassbar krass. Ich habe immer nur mal ein bisschen was gesehen. Meine Freundin hat mir ein paar Fotos gezeigt. Das werden wir später aber auch beim Ausfahren sehen. Schaut euch mal an, welche Strecke wir gefahren sind. So, wir sind nämlich gar nicht mehr auf hoher See. Das ist hier ein Riesenfjord, der hier losgeht. Und hier sind wir das komplette Stück lang gefahren, bis wir jetzt hier sind. Heute Abend werden wir auch nochmal losfahren. Da wird man das sehen. Wir sind an unfassbar vielen Wasserfällen vorbeigekommen. Das sieht überall so krass aus. Man ist einfach komplett im Landesinneren, aber das Wasser ist hier halt immer noch total tief. Aufgrund des Nebels, der von den ganzen Bergen runterkommt, kann man jetzt gar nicht sehen, wie hoch die sind. Ich habe gestern übel mein Handy geschrottet. Alle haben gesagt, das ist wasserfest, das iPhone 12 Pro. Das ist es nicht. Ich konnte es 7 Stunden lang nicht laden. Jetzt habe ich es die ganze Nacht geladen und es lädt nur bis 20%. Ich muss jetzt eine Powerbank mitnehmen und immer wieder laden über den ganzen Tag. Wir gehen auf jeden Fall gleich, machen wir eine Schlauchboot-Tour. Eine Schlauchboot-Tour, Abenteuer-Tour. Ich muss eigentlich die Gips anlegen. Ich hab da gar keinen Bock, muss ich noch mal gucken. Ich glaube, ich nehme ihn mit im Rucksack mit ein paar Mullbinden. So Leute, wir sind jetzt in einem, da ist das Schiff, wir haben schon ein bisschen Strecke gemacht. Wir fahren jetzt mit einem Sightseeing-Bus nach oben. Und Chef Strubbels Programm ist jetzt nicht mehr auf Deutsch, sondern auf Spanisch. Das sieht alles so krass aus. Kommt das im Video rüber? Allein die Steilwand, das ist ultra riesig. Das sieht man, glaube ich, gar nicht. Nee, ich darf auch auf gar keinen Fall hinfallen. Der Strubbel, das ist zu weit vorne. Kommst du ein bisschen wieder zurück? Wenn meine Mutter schickt, die bleibe ich mich tot. Ja, das ist doch schlecht. Das ist hier auch rutschig. Das ist immer, Chef Strubbel, das ist extrem wichtig, dass man hier festes Schuhwerk anhat. Habe? Weil sonst könnte man wegrutschen. Ist dein festes Schuhwerk fest genug? Vorsichtig, die Schuhe sind nass, ne? Ich gehe hier lang. Nee, ich gehe hier lang. Weil hier ist schön matschig und ich habe auch weiße Schuhe an. Das war gut, guck. Hier ist cool. Guck, jetzt geht ihr doch alle meinen Weg. Klettern Leute immer ganz an die Kante. Es geht da 300 Meter runter. Die machen mit Springen und so einen Scheiß. Das ist ganz dumm für ein Foto. Oder? Also ich finde, das ist total dumm. Herr Strubbel, komm da weg. Ey, Chef Strubbel, mega lost. Er sagt, im Sommer würde er hier ultra gerne im Wasser chillen und Rafting betreiben. Das Wasser fetzt viel zu sehr. Erstens schafft er das nicht. Und zweitens ist hier gerade Hochsommer. Und außerdem ist gerade Sommer. Du sagst immer, du würdest das im Sommer machen. Noch nicht 100% Sommer. Also ich will so lang raften. Alter, ich vlog deinen Vlog, Alter. Du kannst hier nicht lang raften. Du bist einfach sofort tot und da hinten geht ein Wasserfall runter. Die Brücke wäre das Schlimmste. Ultra coole Strecke. Wir gehen jetzt zurück zum Schiff und dort geht's dann später weiter mit einer geilen Bootstour. Wie ich gesagt habe, ich schaffe. Er sagt immer noch, er würde es schaffen. Einfach hier runter. Der Strubbel diskutiert die ganze Zeit, wie er es schaffen würde. Mit einem Kanu will er das machen. Der Strubbel sagt, er schafft das hier runter. Mit einem Kanu. Guck mal da rechts, Junge. Was schaffst du denn da mit dem Kanu, Diggi? Hä, man wird übel nass. Die ganze Hose ist nass. Ja, der ganze Rucksack ist wirklich nass. Hier sind wir genau am Ende vom Fjord. Kilometerweit geht das Meer hier ins Land zwischen den Steilklippen. Das ist hier teilweise 300 Meter tief. Und hier endet das Ganze. Ultra geil. Wir sind jetzt in einem Campingkiosk. Hier gibt es norwegisches Eis, übel nice. Und ich habe ein Eis, das ist hier Strubbels Pfanne drauf. Wie chillig. Hol dir das doch. Wir machen jetzt eine Abenteuer-Tour. Ich weiß nicht, dass man sowas anziehen muss. Wer sieht ein bisschen weiter aus? Der Fuhl oder ich? So, wir sind auf dem Schiff drauf. Es wird ziemlich schnell fahren. Wir haben noch eine Sicherheitseinweisung. Wir bekommen ja, wissen gar nicht, wo wir uns hier eingetragen haben. Keine Ahnung, wie schnell wir fahren werden. Chef Strubbel übrigens auch easy packen mit dem Kanu. Was hast du denn für eine Frise? Ja, das hat uns den Wind, ne? Wer sieht jetzt blöder aus von uns beiden? Du. Naja, vielleicht.
Fahrt ist durch, war unglaublich geil. Ich hoffe, ich konnte ein paar geile Eindrücke einfangen. Wir haben auch einen riesen Adler gesehen, der ein Krähennest angegriffen hat. Wir haben uns drüber geflogen, ich kann es leider nicht filmen. Geile Wasserfälle, einfach absolut heftig, das mal alles in echt zu sehen. Ja. So, regnet nochmal dazu. Wir machen das Ding jetzt hier zu Ende. Eventuell, wenn das Wetter nochmal besser wird, gehen wir nochmal wieder los, aber das kommt dann direkt wieder in die nächste Folge. Hier gibt es so kleine elektrische Renault Twizy-Dinger, das Ding, was ich auch mal holen wollte. Kann man nochmal komplett in die andere Richtung fahren. 3 Stunden liegt das Schiff hier noch. Wenn es besser wird, machen wir das noch. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Da sind wir noch in Molde und Stavanger oder irgendwie sowas. Da gibt es auch noch eine geile Bootfahrt. Kajak wollen wir da noch fahren. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne abonnieren. Schaut auch bei Stefan Strobel vorbei. Wir wollten, ganz kurz, hast du ihn gesagt? Habe ich schon gesagt. Ich wollte eigentlich E-Auto fahren, so ein kleines auf dem Berg hoch. Müssen wir gucken, ist aber alles zugenebelt und regnet. Ja, was wäre geil. Ist noch nicht. Mal gucken, vielleicht machen wir das noch. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.